What's up, Party People? Willkommen zum Spieltag Nummer 7, glaube ich. 7 im UDT gegen den guten Shiny heute. Ja, wir haben letzte Woche absolut verdient. wir haben letzte Woche 2-0 gegen Drake verloren, nachdem wir 6-3 in Front lagen. Was durch ein ziemlich glückliches Sub, das am Ende passiert ist, um sozusagen. Um jetzt ohne seine Leistung schlecht reden zu wollen, aber das Subplus hat am Ende das Game entschieden, sagen wir es so. Und meine Dummheit auch noch so ein bisschen. Jo, also diese Woche gegen Shiny, jetzt haben wir gegen Shiny in Season 2 gespielt. Damals gab es einen kleinen Eklat wegen der guten alten First-Turn-Mega-Regel, die ich in dem Kampf gebrochen hatte. Dadurch habe ich den Kampf verloren, den ich eigentlich mit 4-0 oder so 3-0 glaub, gewonnen hatte. Die First-Turn-Mega-Regel hat damals auch nichts ausgemacht, aber egal. Ja. Wir haben heute dabei, können wir uns mal durchgehen. Sylvanie Water, Inteleon, Energimax, Dragapult, die Mauer, Nachtara und Selfe. Nachtara speziell defensiv, Selfe physisch defensiv, Stuck-Attacker mit einem Setup-Set. Mit Magnet Rise und Trick Room. Sylvanie Water mit einem Defog plus 3 Attack Set. Relativ offensiv. Inteleon mit einem typischen Klitterei-Set und Dragapult, Life-Orb, Ballerei. Jo, wir sind drin und wir sehen sein Team hier gerade. Er hat sein Pferd nicht dabei, das ist sehr cool. Zapdos ist dabei, also die Galar-Form. Pothot ist dabei tatsächlich, Shuckle. Maxax, das habe ich erwartet, dass es ihn dabei sein wird, weil er echt gefährlich ist. Müssen wir, wenn möglich, irgendwie mit Spectre oder so rausbekommen. Vaporeon. Skuntank. Und natürlich auch seine G-Max, sein Pokusan. Er ist auf Ding auf Alcremie, glaub, ne? Ja, Alcremie. In der G-Max. Jo, ich habe mir schon relativ früh entschieden, wie ich lean will. Ich gehe einfach mit Odin rein. Weil wir hier mit Odin, wie man auch gerade sieht, ein relativ ordentliches Matchup haben gegen alles. Also ich sehe jetzt... Fuck, ich habe nur 5 Pokémon. Wait. Ich habe jetzt nur 5 von uns ausgewählt. Sind wir jetzt auch unten, ja. Muss wahrscheinlich immer neu reingehen, wenn möglich. Er geht rein mit seinem Portal, dann wissen wir das vielleicht schon mal, aber ich werde draußen natürlich mit Silver hier reingehen dann gleich. Ja, ich werde aufgeben. Wir werden gleich gucken, wie wir das dann machen gleich. Ich werde dann gleich kurz einen Cut setzen und ja, das waren gleich gucken, wie wir es gemacht haben. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und das sind wir wieder. Er schickt hier sein Portrait rein, wie gerade eben schon gesehen. Ich mit Amigento im Lead. Und ich würde sagen, ich gehe auch mal auf den Donnerblitz, weil ich sehe hier eigentlich außer Vaporeon nichts von Blitz safe reinkommen, weil er sieht schon, ich bin Water-Type. Und es geht auch so ziemlich alles hier relativ ordentlich in Damage von einem Multi-Attack, die ich ja theoretisch haben könnte. Okay, er bleibt aber direkt drin. Und wird wahrscheinlich dann irgendwas legen, tippe ich mal. Oh, rote Karte, okay. Wir können auch was reinholen, oder? Oder auch nicht, ja gut. Guardian und Klebenetz, okay. Wir können jetzt direkt Baton Pass und drücken zurück nach unser Amigento und eine Runde West. Und eine Runde defoggen. Das ist auch der Plan. Ich will dieses Portal so schnell wie möglich weg haben. Ich glaube, war schon mal eine interessante Idee von ihm hier, dass er safe seine Raps rausbekommt für ein gutes Matchup. Also sag mal so, hätte ich jetzt mit Maw reinbekommen, ich habe mich Setup. Zu 100%. Weil er auch Stalos nicht dabei hat. Er hat einfach so wenig in die Mauer dabei. Maximal Zapdos und Zapdos. Das ist eigentlich das größte Problem für die Mauer.
Den Rest kann ich mit der Mauer eigentlich alles besiegen. Das ist eigentlich echt nice. Ich nehme die Staffette wieder raus. So, wir sehen, haben wir schon mal bei Shackle die Red Card gesehen. Ich hoffe, dass man nicht zu sehr im Mikrofon mit der Tastatur daneben liegt. So, wir gehen wieder in Odin. Lebenetz und was kommt von ihm jetzt? Plage, okay. Nehme ich aber mit. Ich wollte jetzt eh nicht groß. Ich habe zwar jetzt leider keinen U-Turn und keinen Panikshot drauf, aber der wird uns jetzt sicherlich auch nicht ausdauern können, deswegen. Ich gehe jetzt einfach für den Auflockern. Natürlich jetzt auch erstmal auf den Surfer gehen können, aber ich werde so früh wie möglich die Hazards weg haben. Auflockern kommt. Er will einfach nicht raus aus dem Wassermann, ne? Tarnstein, okay, ja. Mit Tarnstein lebe ich eher als mit Raps. Die Raps will ich eigentlich nicht haben. Ja, komm nochmal. Plage, die tut ein bisschen weh, aber Sylvani juckt es nicht so sehr und wir haben noch so Nachtara in der Bag mit Wunschtraum. Das geht schon klar. So, was macht er jetzt? Was hat er vor? Gehen auf den Surfer, killen wir ihn direkt oder wie viel macht das? Okay, also Portrait killen ist eben ein bisschen schwierig, aber. Okay, jetzt kommt wieder, okay, er will sein Herz einfach raus haben. Eigentlich habe ich wesentlich keinen Speeddrop, deswegen geht es hier jetzt eindeutig leichter von der Hand jetzt. So, ich nehme auf den Surfer, ich will den Jungen weg haben und falls er rausgeht, kann ich auch mal die Plage resetten hier. Auf die ich eigentlich echt keinen Bock mehr habe gerade. Und meine Jutta eigentlich echt gut tun. Also, wenn ihr gleich mit Rest kommt, dann schalte ich ihm auf Sache, Alter. Was macht er jetzt? Oder überlegt er jetzt, ob ich vielleicht rausgehe diese Runde? Wenn er auf Blei gehen soll. Aber ich gehe mal auf den Surfer. Der killt jetzt, oder? Nice, Amiganto, erster Kill direkt. Sehr gut. Hätte auch direkt am Anfang direkt auf den Surfer gehen können. Das wäre vielleicht sogar besser gewesen, aber ich wusste nicht, dass er da drüben bleibt direkt. Weil es jetzt nicht unbedingt der beste Lead war. Aber damit haben wir Portrait schon mal besiegt. Der Hazard Setup von ihm war, so wie es actually aussieht. Ja, die vierten haben wir nicht gesehen, oder? Das war jetzt, wir haben es so gesehen, Webs, Rocks und Infestation. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Wir können natürlich jetzt mit seinem Zapdos reinkommen. Tür ist Zapdos, okay. Wie gerade schon gesagt, ist ein Play bei ihm jetzt, dass er jetzt das Ding reinholt und ihn probiert Damage zu machen. Ich gehe in Spectre. Kriegen dann zwar Rocks Damage, aber wir sind hier komplett physisch defensiv. Und ja, dabei sollten wir eigentlich ganz okay dagegen halten können. Haben auch klar, soll ich sagen, durch den Kopf hat noch die Psychokinese drauf. Ja, wir haben Psychokinese drauf, also sollen wir auch ganz guten Damage im Return machen können. Donnerer Tritt kommt, wie viel macht der? Quasi nix. Ich will jetzt gern den jungen T-Raven. To be honest. Okay, der spielt Lefties. Also war es schon. Wissen wir schon mal, dass es kein Band oder so war? Den auf der T-Wave. Nathanael gehen wir nach einfach nochmal auf die Rocks. Hat eigentlich selber schon fast alles gemacht, aber ist doch. Sorry. Wobei ich brauche selber noch für. Max, ich sollte jetzt nicht zu verschwenderisch sein. Delegator, okay, uncool. Hätte vielleicht auch in Psychokinese gehen sollen. Oder auf Rocks wenigstens.
Das ist ungut, das ist echt ungut. Glück habe ich diesmal einen Move dabei, der da durchgeht. Hier natürlich jetzt auch in Katapulta gehen können. Und ich weiß nicht, ob ein Donnerblitz reicht. Roschnabel, okay. Wie macht der? Aua. Rocky Helmet und mit Psyche können wir jetzt das Ding brechen. Vegapult gegen Zapdos. Auf 150. Also die Dragon Darts killen, theoretisch. Damit kann man auch killen. Wenn er jetzt auf den Sub geht oder nicht. Wenn er auf den Sub geht, dann gehe ich jetzt in Phantom. Wenn er auf den Davids geht, müsste ich in Judge gehen, aber ich lieber in Phantom jetzt. Jetzt kommt mein Rocks Damage und Drill Pack. Okay, geht raus. In was kommt, in was geht der Hermod? Das ist. Okay, das ist gut für mich. Wobei, ist es gut für mich? Ist hier die Frage, wie viel kriegt denn der von einem Glöckerpult? Weil kann halt Zacker, ne? Und die Raps liegen ja auch noch, stimmt. Hier ist mein Guardian und was ich jetzt machen will. Ich kann auch einfach mal eine Runde wishen. Vielleicht irgendwas wieder ein bisschen hochheilen. Schmarotzer, der sollte Guardian nicht so viel machen. Ja, das macht auch nichts. Ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass jetzt sein Zapdos reinkommt, aber dann können wir wenigstens Selfie wieder ein bisschen hochheilen jetzt mit einem Wunschtraum. Sonst werde ich natürlich auch in Dragapult gehen jetzt. Ja, da würde ich jetzt. Freier, das war. Wie das Ding. Dann werde ich jetzt gleich in die Mauer gehen. Ich habe jetzt vergessen, die Musik anzumachen gerade, deswegen war ich da gerade schon mal so ruhig hier. Ich will jetzt erstmal meine Maus und so nicht zu sehr Mikro hört. Wir sind halt nicht schneller als der, ne? Hier in Stuck-Attacker. Also eigentlich. Okay, was kommt jetzt? Tja, okay. Ja, war gut play von ihm, ich meine. Ich mach einen Iron Head. Ich weiß nicht, ob jetzt um was anderes gehen soll. Black Attacker gegen Zapdos. G. Ah, also wenn jetzt auf den Sub geht, macht Iron Head 38. Also, ach mal. Also Iron Head breakt den halt, aber ich gehe in Phantom. Will dir möglichst den möglichen Kampfmove oder die möglichen Sub detekten. Ich auch auf die Dragon Darts. Was macht er? Soll er trotzdem schneller sein, glaube ich, ne? Ah, er tritt, okay. Dann sind wir trotzdem schneller. Das war ich ja gar nicht. Weil er natürlich auch nicht weiß, ob ich jetzt die Star finde oder so. Und ich könnte jetzt auch einfach einen Dark Move fahren, dann wird es irgendwie keinen Sinn geben, wenn er es auf Roost, wenn er Roost spielt. Ja, auf die Dragon Darts. Geht raus. Hermod, hätte ich predicten können, das. Aber was ist denn das? Ah, Scantling, okay, das kriegt aber jetzt richtig guten Damage. Das ist ein Life of Dragon Darts. Geht trotzdem jetzt raus, falls jetzt vielleicht doch einen Sucker hat. Weil ich einen Sucker eigentlich sehr ungern fressen will. Guardian kommt. Diesmal gehe ich vielleicht dann direkt auf einen Baden Pass. Ach, ich will nicht die Raps weg haben, ne?
Tiefschlag, ja, der war klar. Der war relativ klar jetzt. Wenn Hermut rein, also wenn ich jetzt auf den Bettenpass gehe und er in Hermut reingeht in sein, in seinen Kuchen, gehe ich in Emergente und defog erstmal. Weil das ist jetzt wichtig, weil Schacke kann eh nicht mehr, kann eh nichts mehr legen. Ich muss irgendwann, also ich kann jetzt also irgendwann probieren hier zu. Okay, Tür kommt, ich gehe auf eine Staffette. Und also halt in Selfie gehen jetzt. Dann soll ich das jetzt können. Nein, ich glaube sogar auf eine U-Turn. Oder ich lege Rocks. Weil dann müsste er mal alles defoggen hier. Theoretisch. Und ich gehe in Phantom. Oh fuck, der nehme ich ja vielleicht wieder langsamer, ne? Ich Inspector. Geht auf einen U-Turn. Ich soll noch einen Move tanken können, theoretisch. Dadurch, dass ich den. Dadurch, dass der Death Drop diesmal nicht drin ist. Oder ich kann ihn jetzt probieren zu T-Raven, das will ich eigentlich nicht. Falls er jetzt auf den Sub geht, das will ich nicht risken. Und welche sind rauskommen. Er geht raus, okay. Geht in Njord. Njord ist das Ding, okay. Da kann ich jetzt. Da kann ich jetzt sehr gut in, mit Amigento rein und einmal defoggen. Wobei hat Zapdos Defiant. Ja, hat er. Okay, Jabu-Kabera, okay. Frage, ob ich jetzt vielleicht auf, einfach auf den Donnerblitz gehe, damit ich das Zapdos anerwischen kann. Aber ich muss eigentlich irgendwann auch defoggen. Donnerblitz so auflockern. Er wird vermuten, dass ich jetzt auflockern muss. Deswegen ich auf den Donnerblitz. Donnerblitz kommt, okay. Der macht sehr guten Schaden. Was macht er? Rollwände, okay. Ich hätte die fangen können, ich hätte die fangen können! Bitte irgendwas rein, was ich irgendwie, dass ich jetzt die fangen kann. Bitte irgendwas. Lass mich irgendwann defoggen, bitte. Vielleicht kann ich so einen Move von dem Ding tanken. Den kann ich jetzt aber eh nicht defoggen. Gegen den Bruder. Ich darf ihn Junge halt auch nicht verlieren. Ich darf wieder in Phantom gehen, glaube ich. Los, Sub oder Tritt? Ich glaube nicht. Ja, gut. Ich gehe auf den U-Turn. Dann gehe ich auf Dragon Darts. Ich glaube, ich gehe auf den U-Turn. Ich denke mal darauf, er ist bisher jetzt mal rausgegangen. Ich denke mal darauf, dass er wahrscheinlich kein volles Spielinvestment hat. Sonst würde er das nicht machen. Oder einfach, oder fällt auch einfach kein Move gegen, fällt einfach kein Dark Move dabei, das kann auch sein. Bitte geh raus, bitte geh raus, bitte geh raus. Boah, Schnabel, der wird wehtun. Und Phantom ist weg. Scheiße. Muss da wahrscheinlich jetzt will ich schon in die G-Max rein, ne? Weil ich ja absolut nicht weiß, wie ich es jetzt hier gerade runterbekommen soll, weil Spectre einfach halb tot ist. Und die Hazards eben immer noch liegen. Ich muss jetzt in Odin. In Odin. Hä? Hab ich in Odin genannt? Nee. Operator, ja. Muss ich jetzt leider. Mach ich auf. Der Bokabär auf dem Aquanark hat sehr vieles kaputt gemacht hier. Ich hätte diese Einstellung einfach defoggen müssen gerade. Das wird so viel besser laufen jetzt schon.
Okay, er hat ja auf den donnernden Tritt. Wir sollen ihn jetzt auch killen können. Oder? Der ist nicht so unfassbar bulky. Aber der ist noch wieder fast voll. Und ist da ein Death Drop dran? Also, wahrscheinlich will ich hier intern gegen das Ding verlieren, ne? Ach du Kacke. Tür geht raus, okay, interesting. Hermut, ja, das sollte Scanning sein, ne? Exactly. Jetzt könnte es sein, dass Aquana reinkommt, die will ich aber gleich dann Dark Cruise reindrücken. Forseti. Das Ding, okay. What's the plan, mate? Ich kann jetzt easy einen Ice Beam haben, ne? Aber das hier ist halt einfach übelst ein Ice Beam. Dann klar, okay. Der. Aber wir sind ja immer noch. Ja. Wir hängen ja immer noch im Dinger, wir hängen ja immer noch im Klebenetz. Wir müssen jetzt zu einem Guardian rein und auf den Foulplay gehen. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig, ja. Crit. Der war jetzt auch nicht unbedingt so geil. Wir kriegen immerhin zurück. Vielleicht kriegen wir mit Lefties und Protect gleich nochmal genug Bulk, um noch einmal einen zu tanken, eine Tankklaue. Kann ich vielleicht nochmal eine Runde wischen gleich. Okay, wir haben... Njörd war... Das Ding, okay. Lass mich jetzt bitte wischen. Okay, geht auch auf den Wunschtraum. Er ist sogar schneller als ich, okay. Also kann ich gleich safe auf rein, das reinbringen, was gleich kommt. Das ist ziemlich praktisch, schon mal. Fette. Wenn er drin bleibt, gehe ich in Amigento. Wenn er rausgeht, gehe ich in Selfe. Ballwende, ja, die war klar. Also fast klar. Was kommt? Tür, okay. Heißt, wir müssen gleich Selfe wieder hochholen. Hier hätte ich auch Amigento jetzt hochhalten können. Der hätte dann auch mal einen Move von dem Ding getankt. Aber ich will gegen einen Zapdos nicht defoggen. Logischerweise. Er hat KP-mäßig natürlich den besseren Wish-Passer, aber uns ist es auch nicht so schlecht.
So, ich sehe nicht auf eine T-Wave gehen. Das wäre jetzt sehr cool. Aber ich fange ab jetzt Sub. Das hätte ich lieber auf eine Psychokinese jetzt. Würde ich noch jetzt endlich mal Rocks legen, aber. Ich weiß nicht, ob es zu risky ist. Wenn jetzt irgendwie Sub-Boosting oder was fährt, habe ich da echt keinen Bock drauf. Wo mein Dragapult weg ist. Tür geht raus. Was kommt? Freya. Freya ist. Das Ding. Den können wir theoretisch jetzt auch parieren. Oder kann ich jetzt auch sagen, haben wir das Team wieder hoch ein, ne? Oder ist funktioniert Ult so? Ult vor allem, ne? Ich auf den U-Turn. Freya geht raus. Nerd. Jetzt gehe ich in Amigento. Jetzt muss ich in Amigento. Wenn ich das Matchup jetzt bekomme, muss ich in Amigento. Ich werde nicht defoggen. Wenn er jetzt rausgeht, ist es scheiße, aber ich muss defoggen jetzt. Ich muss das ausnutzen, dass er jetzt vielleicht wischen will. Weil ich werde immer noch schneller, im Dinger. In den Raps. Bitte geh jetzt nicht raus. Bitte hier dich jetzt einfach hoch. Bitte. Du hast von, bist auch von mit Rollwände raus. Du weißt, dass ich ihn noch mit Zap und das vorhin spektiert habe. Du weißt es. Bitte, 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 bleib jetzt drin. Bitte, bleib jetzt drin. Bleib drin, oh mein Gott. Danke. Oh, die Kackersatz sind weg. Zwar ein bisschen später, aber sind weg. Immerhin. Wunschschaum, okay, ja. Ich auf den Donnerblitz, weil ich kann ihn damit dann direkt rausnehmen, ja. Vielleicht reicht es ja aus. Wäre cool, dann kann er das Mon, das nachher halt reinkommt, nicht mehr hochhalten komplett. Okay, er hält sich erstmal selbst hoch, logischerweise, ja. That sounds. Gut. That sounds. Intelligent, irgendwie. Mal Donnerblitz. Ich meine, es war auch schon, als jetzt gleich sein Hexus reinkommt. Das heißt, ich gehe jetzt halt auf den Eisstrahl. Wobei, er kann jetzt halt ja alles abfangen, ne? Also, jetzt kann er auch keinen Hexus mehr legen. Heißt, Amigento ist nicht mehr so unfassbar wichtig. Kann jetzt aber Aquana so low wie möglich drücken. Dann fällt gleich mit selbst mal Rocks legen, endlich. Das war so knapp. Das war so knapp. Ja, wir gehen mit Odin auf roten Bereich. Schon wieder ein Crit, lol. Der zwar jetzt wahrscheinlich nicht so gemerkt hat, aber. Ja, natürlich trotzdem ehrlich. Hexerus oder Zapdos? Frau Seti, das war Hexerus. Ich gehe jetzt auf den Eisstrahl. Ich muss. Okay, er spielt. Er hat auch nicht mehr überbrücken, okay. Hier auf den Eisstrahl. Ohne kriege ich wahrscheinlich nicht mehr so wirklich gut hoch. Ich brauche ja auch nicht mehr so unbedingt zwingend. Ich wollte eigentlich nur noch mit dem T-Foggen. Ja, okay. Eisstrahl, der soll jetzt guten Damage machen. Sehr guten Damage. Anti-Eisbeere. Freeze! 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 Kein Freeze. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, das zu gewinnen? Mit Judge theoretisch. Aber nur ganz theoretisch. Wenn wir einen Nahkampf natürlich tanken jetzt. Dann glaube ich, ja. Ich glaube, Selfie wird jetzt nichts tanken auf der Range. Von einem plus 2. Wir müssen also den Judge und gucken, ob der irgendwie was leben kann. Falls nicht, sind wir schon mal aus den Playoffs raus. Und das auf der einen Seite, weil ich unfassbar dumm bin, auf der anderen Seite, weil ich einfach teilweise schlecht gespielt habe. Kann man direkt so sagen. Nahkampf für die Kampfbeere. Die werden wahrscheinlich trotzdem nicht. Okay. Ah, Anspannung, ja. Ist okay. Passt. Da wird noch ein Zakatheisches auf Interion gehabt, den ich vorhin habe, weil die Hazards noch draußen lagen. Wir hätten theoretisch noch Phantom gehabt, der schneller ist, aber. Jetzt werden wir das nicht auch weit bekommen, gewinnt er einfach mit Zapdos.
weil ich selbst hier nach auch nicht mehr hochbekommen werde. Heißt, es geht, so wie es aussieht, 500 an ihn. Außer, nicht 4-0, ich hab. Oder? Okay, dann nur 3-0, so wie es aussieht. Steph hat noch was getankt, sehr gut. Immerhin nur 3-0. Jetzt haben wir Tür und wir haben noch zwei Mons. Ich hätte vielleicht in Selfie gehen sollen, ne? Mit Judge hätte ich vielleicht noch was getankt, aber mit Selfie jetzt ja eh nicht mehr. Mit Judge hätte ich vielleicht noch einen Donner Tritt abfangen können. Ja, jetzt haben wir Ebor-Schnabel. Ja, es geht an ihn. Das habe ich an der Einstellung schlecht geplayt mit dem Defog, wobei mir ich gar nicht dann, dass er rausgehen wird. Und an der, ja, und sagen wir so, hätte ich es jetzt, hätte ich seine Plays in den Momenten gewusst, wäre ich auch natürlich anders reagiert, ist ja klar. Aber man muss sagen, er hat es gut runtergespielt. Ist mal wieder ein solider Sieg für ihn, ich gehe auf den Jutsche, vielleicht bringt es ja irgendwas, vielleicht jetzt nicht noch einen Tritt mehr oder sowas. Den hatten der Move wirbt. Wie viel AP? Ah, 16. Kriegen wir von ausgestaut, ne? Let's go! Ein bisschen die Videolänge drauf bekommen, dann haben wir wenigstens, wenn wir wieder 30 Minuten kommen. Double Protect. Okay. Jo, damit geht das ganze Ding dran an ihn, GG. Und wir sind dann, so wie es aussieht, schon mal vielleicht aus den Playoffs draußen. Jo, also was wir am besten machen können, habe ich glaube schon während dem Kampf halt genug gesagt. Die Stelle mit Natara und Dinger war schwierig, mit Natara und mit Amigento und Aquana war schwierig. Die Stelle mit die Stelle dann eben, was soll ich jetzt sagen, die hat eben mit Maxax gegen Sagataka, ich gesagt, unter dem Incast in Anspannung gespielt, habe ich also auch vorhin noch selbst bemerkt, aber ist mir in dem Moment eben auch nicht aufgefallen. Mir ist eingefallen, dass man das irgendwie anders spielen könnte. Wenn ich dann einfach mit Selfie irgendwie para und dann noch irgendwie mich mit Sagataka setupen kann oder so. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie groß was geändert hätte. Im Endeffekt hat er es verdient gewonnen und ja, wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Kampf im ULT gegen Eve. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.